Sirius, Koko hier. Und jemand will uns wohl einen Besen aufbinden. Und der Janus scheint zu uns gezogen zu sein. All das und noch viel mehr in der Folge heute. Ich würde sagen, wir checken gleich mal aus, was da los ist. Das ist, ich habe kurz gebraucht, um zu erkennen, was es ist. Ist es eine Fliegenklatsche? Nee, hätte auch nicht so viel Sinn gemacht. Es ist ein Besen. Holzstiel, Stroh dran, eindeutig ein gefährlicher Besen. Und wir schauen mal rein. Buch habe ich schon entdeckt. Ich habe mich nämlich ahnungslos mit dem Kamera-Account eingeloggt und dann das Ding entdeckt, weil ich wollte noch Screenshot machen für Stream und so. Naja, schauen wir uns an, was drin steht. Hallo, liebes Crocodile. In deiner Basis staubt es aber ganz schön viel. Es wird mal wieder Zeit für einen Frühjahrsputz wegen so viel Schmutz. Es wird mal wieder Zeit für Reinlichkeit und erspare dir eine Peinlichkeit. Drum schwing den Besen ganz geschwind, dann herrscht bald wieder frischer Wind. Einen Besen haben die Community und ich dir schon einmal vorbeigebracht. Liebe Grüße, Ayusa und... Oh, da kommt noch mehr. Regeln. Erstens, befreie deine Basis von Moos und Staub. Nein! Das Moos gehört dahin. Zweitens, sortiere deine Kisten. Drittens, schüttel die Betten aus. Viertens, bring deine Basis auf Vordermann, damit sie wieder vorzeigen kann. Sperre den Staub ins fertige Gefängnis ein. Oh weia. Räume meine Kisten im neuen Zuhause auf und bring meine Kisten vom Piratenschiff in meine... Oder... Sag mal... Mache eine Zeitreise nach Crafted 8 und sage Honiggolem gute Nacht, spreng ihn in die Luft. Es ist schon sehr verlockend, jetzt das Honiggolem zu sprengen. Sehr verlockend. Aber ich weiß, ein cooles Thumbnail. Wir machen das Honiggolem auf den Titel mit Crafted 8 und es wird gesprengt und wir machen meine Base irgendwie. Oh nee, ich hätte echt lieber Lust, das... Ich kann doch das Golem, da mache ich mir so viel Ärger. Also ich bin die Punkte nochmal durchgegangen. Ich meine, Betten aufschütteln ist ja schnell gemacht. Das haben wir ja gleich erledigt, ne? So wie man das halt in Minecraft macht. Zack, einmal die Betten aufgeschüttelt, wieder hingestellt. Das wäre erledigt, Respawn Point wieder setzen. Aber meine Base von Moos befreien will ich sicher nicht. Das habe ich ja gerade erst hingebaut. Ein Teil zumindest habe ich selber hingebaut. Was war noch auf der To-Do-Liste? Bring deine Basis auf Vordermann, damit man sie wieder vorzeigen kann. Entschuldigung, aber mal ehrlich, die kann man ja wohl mega vorzeigen. Janus, hallo, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Deine Basis bringen sie mal auf Vordermann. Welche Basis? Hat Janus eine Basis? Wir schauen sie uns nachher an, sein kleines, trautes Heim. Und so langsam habe ich schon eine Idee, was wir bei ihm machen können. Ich habe eine gute, gute Idee. Das wird lustig. Aber zuallererst schaue ich, welche Punkte ich davon abarbeiten kann. Und dann machen wir wirklich eine Zeitreise zu Craft Attack 8. Und sprengen den Golem. Sperre den Staub ins fertige Gefängnis. Da gehen wir nachher drauf ein, da habe ich eine Idee. Also erstens, befreie deine Basis vom Moos und Staub. Nein, machen wir nicht. Sortiere deine Kisten. Habe ich schon ein bisschen. Können wir gleich nochmal schauen. Schüttel die Betten auf, habe ich gemacht. Bringe deine, machen wir nicht. Sperre den Staub ins fertige Gefängnis ein. Räume meine Kisten im neuen Zuhause auf und bringe meine Kisten vom Piratenschiff in meine neue Basis. Der lässt die Arbeit echt für sich machen, der Bursche. Ich wusste gar nicht, dass Janus hier Kisten hat. Das geht sogar. Das machen wir nachher. Wir ordnen die Kisten nachher, weil dann habe ich nämlich eine schöne Idee, die wir mit bei ihm noch umsetzen können. Ja, dann verlassen wir für eine kurze Weile die wunderbare Skytech-Welt, die ich mittlerweile echt doch sehr liebe, muss ich sagen. Und starten durch in den Himmel zu Craft Attack. Und dann Shader aus und Netherite-Rüstung an und auf geht's. Craft Attack 8, ich komme. Wuhu. Yes, da ist sie, die gute Burg, die gute alte Heimat. Und das Erste, was wir machen, ist frisch Diamanten einsammeln, um shoppen zu gehen. TNT-Shopping. Und dann sind wir im Gut. Ach Mensch, wie ich das vermisse. Wer von euch freut sich auf Craft Attack 9? Ab geht's in die Kommentare. Am 6. November geht's los mit 9 Uhr Video, 12 Uhr Livestream. Wird den ganzen Tag Craft Attack Programm sein. Dann gibt's eine Craft Attack Woche. Also wenn ihr Craft Attack liebt, seid ihr hier dann auch richtig. Die letzten 3 Diamanten. Oh, die werden wir weise ausgeben, wie es ausschaut. Auf geht's zum Shoppen. Und wir shoppen in meinem liebsten Craft Attack Shop, dem Wolle-Laden. Warum brauchen wir Wolle für Tier? Oh, hier ist sogar... Gibt's das auch noch? Nö, natürlich nicht. Was kostet das hier gleich wieder? Dann gehen wir davon aus, ein Stack, ein Dia, fertig. Ach, steht sogar hier.
Tja, nochmal Reibach gemacht, Herr Kunga. Wenn es nicht reicht, klaue ich dir was, weil mehr Diamanten habe ich nicht. Und auf zum Honiggolem. TNT habe ich dabei. Da ich ja niemand bin, der ein Griefer ist, habt ihr auch nicht damit gerechnet, dass ich hier irgendwas in die Luft sprenge. Nichtsdestotrotz möchte ich dieser Sprengaufgabe von dem Dark Lord hier drüben, dem lieben Janus, nachkommen und ein Statement setzen. So, zum Ende dieser Craft Attack 8 Area, ich kann nicht mehr reden, bauen wir diesem guten Golem ein dickes TNT auf die Schulter. Ich finde, wir haben den TNT-Golem, ein kleines, aber feines Accessoire verpasst. Größer als sie, wenn ich nur so ein Mini-TNT hingebracht habe. Ich habe mir schon überlegt, ob ich einfach ein Loch reinsprenge. Aber ich dachte mir so, es ist doch symbolisch der Abriss getan. Damit sind wir ja weitestgehend der Aufgabe von Janus nachgekommen, oder etwa nicht. Ich würde sagen, wir ziehen uns zurück aus Craft Attack zu Sky Attack Action. Und wieder in den Himmel und ist das nicht wundervoll? In der Nacht losgeflogen und bei Sonnenaufgang angekommen in Sky Attack. Jetzt schauen wir mal, was wir beim Janus noch anstellen können und schauen vor allem mal, wo seine Base liegt. Aber bevor wir das machen, haue ich, glaube ich, diesen Besen hier weg. Ich lese nochmal und dann kommt der Besen weg. Also wenn ich mir das so anschaue, werden wir einige der Punkte hier nicht erfüllen. Aber wir erfüllen ja quasi den anderen Punkt auch nicht so ganz, also müssen wir die auch nicht so ganz erfüllen. Wir machen alles so halb. Wir haben das Golem ja nicht in die Luft gesprengt, aber wir haben definitiv ein Zeichen gesetzt. Das gilt schon mal. Das heißt, wir können hier einfach ein paar Sachen weglassen. Alles in allem bin ich ganz zufrieden. Ich würde sagen, wir bauen jetzt den Besen ab. Dann gehen wir ein bisschen an Janus seine Kisten ran, sortieren da ein bisschen um und werden nebenbei einen kleinen Prank noch beim Janus machen. Ich habe da schon eine Idee. Für den Mini-Prank an Janus brauchen wir Knochenmehl. Da haben wir gerade oben nicht mehr so viel. Ich hole mal was hier unten aus meiner Mine. Und schau mal, wie viel Leder ich noch habe. Ich brauche unsichtbare Bilderrahmen. Und dann craften wir uns Bilderrahmen und machen aus den Bilderrahmen unsichtbare Rahmen. Und dann revanchieren wir uns mit seinem Staubprank. Aber wir platzieren wirklich Staub bei ihm. So. Das wird der Staub sein. Und wir verstecken 10-mal Staub bei ihm in der Base. Und damit wir dann sein Lager halbwegs sortieren können, nehmen wir uns mal ein paar Schalkerkisten mit. Die füllen wir dann auf und transportieren das alles in sein neues Zuhause. Kisten hätte ich im Zweifel hier. Fliegen wir mal zum Boot. Und da sind wir auch schon im Bötchen. Und jetzt schauen wir mal, was da in so einem Kisten noch wirklich alles zu machen ist. Das ist ja sein Verkaufsstand, da müssen wir wahrscheinlich nichts machen. Das heißt, es geht wirklich nur um die Kisten hier bei ihm hier hinten. Die laden wir entsprechend dann um in eine Schalkerbox, würde ich vorschlagen. Ich habe alle seine Sachen jetzt mal eingepackt und fange an, bei ihm ein bisschen Staub zu platzieren. Staub, überall muss ein bisschen Staub sein. Staub, Staub. Ich glaube, das ist genug Staub für das Boot. Und dann packen wir noch bei ihm die anderen 7 in seine neue Base, die wir uns jetzt gleich anschauen. Ich weiß allerdings noch nicht, was wir ihm für eine genaue Aufgabe geben. Er musste den Staub beseitigen. Vielleicht soll er dann entsprechend ein kleines Mülllager bauen. So, der liebe Janus hat sich ja hinter meiner Base niedergelassen. Da ist sein Feriendomizil. Oh, mit dem Sonnenuntergang hat was. Wir werden da auch jetzt gleich eine Nacht nächtigen. Und dann können wir auch sowas schreiben. Als wir eine Nacht genächtigt haben, ist uns aufgefallen, wie schmutzig es eigentlich bei dir ist. Schauen wir uns sein Haus an. Hier vorne hat er einen leeren Kessel, warum auch immer. Kakteen, das ist so ein bisschen wüstenähnlich. Vielleicht ist es auch ein Strand, ein versunkenes Schiff, ja, was man halt so hat. Ayosas Urlaubsparadies. Ja, überhaupt keine Ordnung. Überhaupt keine Ordnung. Die geht gar nicht auf da. Ich würde sagen, wir lassen ihm auf alle Fälle ein Rating da. Also erst sagen, geht nicht. So, wir bewerten alles jetzt so mit Schildern. Nichts aufgeräumt. Getränke leer. Er kriegt hier ein ganz schön schlechtes Rating hier. Ist auch nicht aufgeräumt. Er hat pures Chaos. Das ist die Bootlieferung. Beim ganzen
Kram vom Boot. Wir machen weiter. Wir müssen hier definitiv noch mehr bewerten. Das ist ja schlimm. Ruderboot hat ein Leck, wäre fast ertrunken. Finde ich, passt auch ganz gut. Kein Brennholz im Ofen, konnte nur kalt essen. Mir fällt schon noch mehr ein, was wir hier begritteln können. Hat er keine Werkbank? Hat er wirklich keine Werkbank hier drin? Ah, jetzt hat er eine. Ich sehe zumindest keine. Vielleicht bin ich auch blind. Wir könnten Base-Kritiker werden. Wie gut ist das denn? Wir werden in Zukunft Base-Kritiker. Wir fliegen die ganzen Base von anderen Leuten ab und lassen überall so Kritikschilder da. Wir holen uns nachher noch roten Farbstoff und Leuchtschrift. Das muss fett markiert werden hier. Ich glaube, ich könnte daran Spaß haben. Ja, dann natürlich so ein Klassiker wie die Bücher kenne ich schon. Nichts Neues hier. Immerhin ist mein Zeug sortiert, ne? Was auch nicht ganz stimmt. Ein weißes Bett? Sind wir hier im Krankenhaus? Sehr gefährliche Tür, kann böse enden. Ja, die ist wirklich gefährlich. Ausblick auf Sparksche Industrieanlage, eher mäßig. Ich glaube, Sparksche muss ich an das S klein schreiben, ne? Leider sehr staubig überall. Und dafür? Dafür sorgen wir. Staub Nummer 7. Wessen Base ist jetzt staubig, hä, Janus? Wessen Base? Pfäh. Staub ist überall angebracht. Jetzt müssen wir natürlich noch eine Nachricht hinterlassen, dass wir so frei waren und seine Base kritisiert haben. Gab echt einiges zu bemängeln. Vielleicht sollten wir hier noch ein Schildchen stellen. Leer. Was sind denn die überhaupt? Was tun die denn? Wofür sind die da? Wahrscheinlich Dekoration. Einfach nur Dekoration. So wie ich das auch mache. Aber man kann natürlich sagen, er hat das wieder sehr süß gebaut. Ne? Also Spaß in allen Ehren. Aber bauen kann der Janus schon. Definitiv. Trotz alledem ist unsere Kritik nicht so gut ausgefallen. Ich schreibe entsprechend ein Buch mit einer Rezension. Und mit dem Hinweis, er solle seine Bude doch bitte auf Vordermann bringen, bevor er anderen Leuten vorschreibt, was sie zu tun haben. Und dann sage ich ihm, dass wir einigen seiner Punkten jedoch nachvollziehen konnten und entsprechend nachgekommen sind. Und wir auch beim Golem definitiv ein deutliches Zeichen gesetzt haben. Buch ist fertig. Drin steht, liebster Janus, wie sagt man so schön, man sollte erstmal vor seiner eigenen Tür kehren, bevor man sich um andere schert. Während ich einigen deiner Aufgaben nachkommen wollte und teilweise auch sehr erfolgreich nachgekommen bin, ist mir aufgefallen, dass nicht nur dein neues Urlaubsdomizil sehr verstaubt ist, sondern auch dein Händlerboot. Beseitige erstmal deinen Staub, dann reden wir über irgendeine Sortierhilfe bei deinem Kistenchaos. Um dich zu motivieren, habe ich dir aber bereits alles Zeug vom Boot zum neuen Zuhause geschleppt. Nachdem ich dann aber etwas länger in deinem Heim bleiben musste, ist mir doch aufgefallen, wie viel dort nicht in Ordnung ist. Ich habe dir den ein oder anderen kleinen Vermerk gemacht. Was du damit anfängst, sei dir überlassen. Ach ja, ich bin wie bereits gesagt deinen Aufgaben teilweise nachgekommen. Auch beim Golem habe ich ein klares Zeichen gesetzt. Vielleicht hast du Lust, dein wenig weiterzumachen. Beste Grüße von deinem Nachbarn Kroko, dem selbsternannten Base-Kritiker sein. Hashtag Staub nennen wir das Ganze. Sign and close. Das Buch bringen wir rüber. Das ist Janus sein Buch, das lassen wir hier. Und dann wollte ich noch ein bisschen Glühfarbe mitnehmen und Farbe an sich, um die Schilder rot zu markieren, ein bisschen stärker nach Kritik aussehen zu lassen. Boah, schaut gleich viel besser aus. Die Lieferung ist nicht rot, weil das ist ja keine Kritik, aber hier drinnen wird nochmal ordentlich. Zack, zack. Ah, ist das gut. Wunderbar, es leuchtet überall rot und schön kritisiert. Das wird unser neuer Job. Ganz ehrlich, sollen wir das in Craft Attack machen? Sollen wir in Craft Attack anfangen, sämtliche Basen so zu kritisieren? Einfach ungefragt auftauchen, überall Schilder platzieren mit roten Vermerken, was alles nicht passt? Und dann vielleicht irgendwo an einem zentralen Ort, am Shopping District oder so, ein Ranking aufbauen, wo die Base dann gerankt wird. Und, wieso Urlaubsdomizil? Wir machen ein Reisebüro auf und werten dann in dem Reisebüro die verschiedenen Basen mit Punkten, geben die Koordinaten an und geben so ein Ranking und sagen, wie unordentlich es ist. Zu jeder Base gibt es dann eine Broschüre. Ah, ist das lustig? Sollen wir das machen? Ich schreibe es mal auf meine Liste. Ja, super. Regenwetter haben wir auch noch. Das müssen wir vielleicht auch noch irgendwo kritisieren. Also, Buch ist angebracht, Ausrufezeichen steht, Janus kann kommen. Bin gespannt, was er dazu sagt. Und damit sind wir mit der heutigen Episode am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Freue mich, wenn ihr ein Like da lasst. Hier auf der einen Seite werden euch ein paar Videos empfohlen, die ihr noch anschauen könnt. Auf der anderen Seite könnt ihr abonnieren, falls ihr noch nicht abonniert habt. Jo, dann würde ich sagen, macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video. Pfiat's euch!